Na, dann würde ich schon mal sagen, bringen wir sie Hammerlock, damit du deine Sniper kriegst, wa? Ja, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Ich habe nur am Ende mitbekommen, dass Claptrap uns eine Schrotflinte angeboten hat, aber den Anfang habe ich nicht gehört. Hammerlock bietet uns eine Sniper. Also wir können uns entscheiden, wem wir die Haare bringen, die wir hier aufsammeln. Können wir es nicht so machen, dass du bei Claptrap abgibst und nicht bei Hammerlock? Ich glaube nicht, nee. Das schon geht nicht, cool. Wir müssen uns schon entscheiden. Ist ja doof. Wenn sie einmal abgegeben ist, dann ist sie abgegeben. Oh. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? What the fuck? Aber ja, nichts wirklich besser als meine. Nee, die sind... Ich nehme mal zwei, du kannst die anderen beiden nehmen. Okay. Zum Verkaufen. So, ich brauche noch ein paar. Vor allem, um genau zu sein, ein Haarbündel. Genau, wir haben ja 3 von 4. Das ist bei mir genauso. Na, mal gucken, hier müssen noch die nächsten hier irgendwie sein. Hallo, Freunde. Haben wir die schon alle dezimiert oder wo sind die plötzlich hin? Keine Ahnung, da oben sind wieder Löcher, aber da kommt keiner mehr raus. Die trauen sich nicht. Ich glaube, die haben keine Lust mehr auf unser Spiel. Nee, die sind alle hier schon rausgekommen, wie es aussieht. Oh Mann! Müssten wir entweder noch hier oben gucken. Ich weiß nur nicht, wo die da sind. Ich auch nicht. Nee, eigentlich um dieses Ding herum. Jetzt sehe ich auf der Karte noch einen einzigen Punkt eingezeichnet. Da müssen wir wohl zu dem laufen. Ja, da kamen ja auch die Bullymonks noch raus, da hinten. Bei den Gegnern. Ja. Vielleicht haben wir Glück und da kommen wieder welche. Ich hoffe es sehr. Werden da auch wieder welche kommen. Ja, so schnell wie die hier respawnen, werden die... Oh, Jesus! Was war das denn? Ein Rack. Das kam gerade von oben. Fucking Jesus. Gott. Geld. Money. Au. Lad schneller nach. Oh, ihr Drecksviecher, ey. Alter Falter. Ja, noch nerviger als im letzten Teil. Ja, vor allem sind die viel schneller. Und wendiger. So, noch einer. Nein, noch drei plötzlich. Lass die doch in Ruhe. Die tun doch nichts. Die wollen doch nur spielen. Doch, die tun sehr viel. Die gehen mir auf den Sack. Auf den Sack. So, jetzt aber gut jetzt hier. What the fuck, Mann? Wow. Wow. Keine Fühlen Sie sich bedrängt? Ja, ein bisschen. Das muss wehgetan haben. So. Sommer, ich glaube, es hackt. Ups. Oh, so. Mit dem Schuh raus. Ich glaube, wir können hier auch einfach unten dran vorbei. Ja, ich weiß. Aber ich wurde hier belästigt. Das musste ich erstmal abschütteln. Das muss man natürlich unterbinden. Genau. Vor allem beschießen die uns jetzt von hinten. Das klingt falsch. So, hier müssen jetzt die nächsten rauskommen. No! Vorsichtig! Messer ist! Messer ist! Ja! Sehr gut. Du hast jetzt genug Fell. Bringe es mir und meine Sniper-Rifle gehört dir. Hör nicht auf ihn! Bring mir die Felle und ich gebe dir eine Schuss! Oh, shit! Wie viele hier? Bevor wir jetzt irgendwo hingehen, hier ist die nächste Quest. Lass die mal auch noch gleich erledigen. Moment! Ich will hier gerade getötet! Ja, so viele Bullymons. Ja, scheiße. Ich bin am Arsch. Ruhig bleiben. Du bist zu Töte gut. Jemanden. Ja, ich probier's. Gott, komm, lass uns einmal in den nächsten Bereich rennen. Das ist mir gerade zu krampfig hier. Ja, okay. Au. Komm schon. Rein. Reisen, 4, 3, 2, 1, meins! Sehr gut. Puh, this is tense. Absolutely. Ah, Schwitz. So, oh, bisschen Munition hätte ich jetzt gern. Ja, ich auch. Ah, wie ausgezeichnet. Zwei Automaten mit einem dicken Schiffsteil. Looks interesting. Keine Gewährleistung. So, was kann ich denn gebrauchen? Da noch was.
So. Was hat er hier? Oh, das Schild ist ja auch doof. Moment, ich will verkaufen. Die Schilde sind alle scheiße. So. Kann weg, kann weg, kann weg. Lalalala, das kann auch weg. Lalalala. Das kann auch weg. Was ist das für ein Ding? Das kann auch weg. Schalala. Lalala. Gott, was für ein Badass-Rang hast du? Die Dinger explodieren ja förmlich. Was? Der Badass-Rang. Ich hab 22. Hä? Warum? Hab aber kein Token. Ich hab mittlerweile Badass-Rang 40 irgendwie. Okay. Wie kann das dann sein? Dann hast du mehr Herausforderungen. Du kriegst ja für jede verschissene Herausforderung kriegst du einen Badass-Rang. Also es geht total schnell. Wow. What the fuck, man? Oh, cool. Du kannst die Felsen, die Bullymonks auf dich werfen, zerschießen in der Luft. Cool. Alles brennt, lichterloh, Lager. Ja, das ist so romantisch. Wir machen ein Span-Bullymon. Und kein Span-Ferkel, weil uns die Ferkel fehlen. Und wir nur Bullymons haben. Und Bullymon-Fleisch ist so unglaublich zäh, ich hasse es. Genau. Ich finde es nicht sehr lecker. Oh, Brücke bitte, danke schön. So, komm wieder zurück, tschüss. Achso, du bist drauf, sehr gut. Ich bin doch schon drauf. Ich hab's halt drauf. Ach, sehr gut, gleich mal einen Speicherpunkt. Das will nichts heißen. Okay, möge das fröhliche Sterben beginnen. Sterben? Wieso? Na, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir den einen Gegner auf einem fliegenden oder hüpfenden Bullymon besiegen sollen. Wie heißt der? Bum Bum, Bam Bam, keine Ahnung, irgendwie so. Ping Pong oder sowas. Ja, Ping Pong, das wird's Ping sein. Ping Pong. Finde den Bullymon reitenden Zwerg, da steht gar kein genau. Name. Der hat aber, glaube ich, auch irgendeinen Namen. Hier ist noch ein Speicherpunkt. Noch einer. Ja, sicherheitshalber. Oh, Gesundheit. Noch mehr Gesundheit. Sehr gut. Nice. Wow. Bäh. Bäh? Wow, wo ist mein Leben? Na jetzt, bleib doch mal hier. Ich wollte gerade ein paar killen. Ah? Ah? What the fuck? Oh, Ada. Wow. Oh mein Gott. Du brennst. Das sieht sehr interessant aus. Ja, mal gucken, ob ich hier noch irgendwo ein bisschen Munition finde. Mist, ist nichts da. Granate. Nein, nicht die Waffe wechseln, du blöd Arsch, Sack, Nasen, Bär. Ah, vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Ich mag Porzellankisten. Ich nicht. Hila Marauda! Yeah! Schnauze. No! Juhu! Oh, dieses Festhalten von den Feinden ist so geil. Endlich mal Klassen mit Skills, die man auch tatsächlich benutzen kann. Ja. Und vor allem, es lädt sich relativ fix auf. Falsch. Yeah, baby. Shake it, honey. Aha, aha, aha. Und du bist wieder irgendwo da oben. Das war so klar. Ich brenne. Du brennst für das Spiel. Ich brenne darauf, den Gegner zu sehen. Tja. Da musst du, glaube ich, ein bisschen arbeiten. Wo ist er denn? Ich habe keinen... Ah, da unten ist einer. Da unten war einer.
Was machst du denn? Ich meuchle diesen Zwerg. Oh, der arme kleine Zwerg. Der ist bestimmt da auf dem Boot, oder? Keine Ahnung. Wow! Was ist denn jetzt gerade? Wie kommen wir da auf dieses Boot? So. Now let me think. Hier sollen auch noch... Ah, die sind da oben wahrscheinlich. Das ist die Markierung da bei dir oben. Ist er doch vielleicht oben irgendwo? Ah, hier sind noch Gegner, aber ich will erstmal... Hier sind noch Einkaufsmöglichkeiten. Aber wo? Oben, oder? Ganz oben irgendwo. Ah. Aha. Achso, ich könnte vielleicht auch mal jetzt ein Maschinengewehr ausrüsten. Hui. Oh Gott, da ist er. Ich wollte zu den Automaten, dann kommt der Typ rausgestürmt. Kreaturen kooperieren, um in dieser rauen Welt zu überleben. Und ich komme. Der Zwerg sieht wie ein kleiner menschlicher Rucksack aus. Das ist lustig. Kann ich den irgendwie... Ja. Come on. Ah, du Penner! Wow! Wo ist er denn? Da, der ist gerade rübergesprungen. What? Ich finde das nicht gut. So, ich halte ihn mal fest. Sehr gut. Na komm, das wird. Es läuft. Bleib du bloß weg. Killer-Marauder. So nicht, mein Freund. Ja. We can do it. We can do it. Nein, wo rennt der schon wieder rum? Ja, da unten irgendwo. Da hinten ist er jetzt. Der ist irgendwo ans Ende der Welt gerannt. Bis ans Ende der Welt. Und ah, scheiße! Noch viel weiter. Schon? Ach, so, Mann. Yes! Hast du ihn? Ja, also, irgendwas ist da gerade am Brennen. Jetzt ist der Zwerg noch übrig. Ja, ich sehe ihn. Ich treffe ihn so ein bisschen, aber nicht viel. Ich versuche ihn mal zu messern. Ja, mach mal. Scheiße, das hat ja gar nichts gebracht. Ich messe ihn mal tot. Ah, shit, ich kann ihn von hier aus nicht erreichen, aber... Wundervoll. Du hast ihn. Dieser Tumult war ausgesprochen hilfreich für meine Studien über die Sozialstrukturen der Bullimons. Kehre rasch zum schwarzen Brett zurück. So. Okay. Sehr gut. Dann haben wir die Symbiose. Noch ein paar Gegner hier. Ey, what the fuck, man. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt zurück? Na, so wie wir hergekommen sind. Den ganzen Weg wieder laufen. Den ganzen Weg wieder zurück. Boah, sind das viele rote Punkte. Ihr wollt mich doch verarschen. So. Was bist du denn? Ich bin mal ein bisschen shoppen gerade. Na, ich komm auch mal. Lass mich in Ruhe. Ey, gehst du weg. Ja, du bist ja ein geiler Marauder. Greif mich noch nicht mal an, steht genau vor mir. Der ist ja stark. Au. Jetzt lauf doch. Salle. So. Erstmal hier in Sicherheit bringen. Badass Rang 5. Für schlechte Zeiten, Alter. Die ganze Zeit irgendwas. So. Da kann ich nicht mehr viel einkaufen. Gesundheit hab ich. Ein bescheuertes Schild hat er nicht, oder? Nö. Was kann ich für dich tun? Da, noch ein Badass-Token. Oh, hab ich vielleicht auch schon wieder eins? Ja! Oh Gott! Der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Wow! Oh, ich mag dieses Gewehr hier, das ist super. Aber, oh. Dich kriegen wir wieder hin.
Bleib stehen, du Drecksack! Bitteschön! Danke! Ich hau ab! Ach, du bist doch wahnsinnig! Du bist denn jetzt abgehauen? Oh, Abgang machen! Ja, ich komme! Ich glaube, das ist auch gar nicht gedacht, dass sobald die respawned sind, dass du die nochmal alle tötest, weil sonst wärst du ja gnadenlos overleveled irgendwie, kann das sein? Ja und? Hab ich doch gar nichts gegen. Oh, diesmal habe ich aber Schaden bekommen, als ich untergesprungen bin. Das war wahrscheinlich ein bisschen so. Oh ja, du bist auch ins Wasser gesprungen. Marker kein eiskaltes Wasser. Nee. Aber wir haben doch so einen schönen Full-Body-Suit. So, ich mach das wieder vorgesehen war hier. Und fahre. Und nehme die Fähre. Yay! Ich werde sowieso gleich die Reise initiieren. Das heißt, du kannst so lange Urlaub machen. Na toll. Machen Sie Urlaub, Frau Gottmutter. Ich kann es noch schaffen. Ich kann es niemals schaffen. Ich kann es noch schaffen. Nein! Oh mein Gott, ich muss schnell losreisen, bevor du ankommst. Yeah! Na, dammit. Die Waffe ist nice, die mir hier gerade angezeigt wird. Da ist ein Bullimon. Wo sind meine Schnellreisepunkte, wenn ich welche brauche? Wir haben noch keine. Dammit. Doch, einen haben wir schon. Ich mach das jetzt einfach aber so. Aber wir brauchen ja... Aua. Wir brauchen ja auch erstmal ein Schnellreiseportal. Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wir sind schon so viel gelaufen. Ich glaube, das war hier irgendwo, jetzt hier hoch, ne? Da oben rechts hoch. Wir müssen ja wieder zu Herrn von und zu Hammerlock, damit der dir deine Sniper gibt. Ganz genau. Hast du eigentlich in der Zeit, in der du das gezockt hast, auch irgendwann die Eiswüste verlassen? Ja. Okay, dann ist gut. Ich meine, ich finde sie immer noch hübsch. Vor allem, weil du so schöne Effekte hast, wie an einem Gebirgsrand da, so ein bisschen nebelhaftig, so diese Schneeschleier. Sieht auf jeden Fall besser aus und spricht mich mehr an als das Braun vorher. Aber ich will nur mal fragen. Kammerjäger, dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Damit meine ich natürlich. Und ich habe noch eine Kopfanpassung bekommen. Ich auch. Nice. Sehr gut. So. Schöner Föhn. Was haben wir denn Schnipper. Jetzt? Wir können ja eigentlich nochmal. Wir haben jetzt hier die Schnellreisestation. Da könnten wir dann die Straße nach Sanctuary nehmen. Da vielleicht noch ankommen. Weil wir haben jetzt knapp. Na, noch nicht 2 Stunden. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Stimmt, ja. 20 nach 10. Ich muss morgen früh wieder früh raus. Ah, musste früh raus. Ja, ich bin ja und so, ne? Deswegen würde ich sagen, reisen wir da vielleicht noch hin und dann können wir da nämlich einen schönen Schnitt machen. Dann sind wir genau am Anfang. Dann passt das, glaube ich. Ja, genau, würde ich auch sagen. Lass es nicht zu sehr krachen. Reist du dann jetzt da einfach hin, oder? Ich muss mal gucken. Ich hoffe, wir haben... Southern Shelf? Claptrap's Place. Oh, ich hab das gar nicht als Schnellreisestation. Southern Shelf. Drin. Enterreisen. Hä? Da sind wir ja. Aha, tja. Claptrap's Place, da können wir hin, oder? Naja, aber das ist ja da vorne, das ist ja ganz am Anfang. Wir müssen also da wieder hinlaufen, wie es aussieht. Oh, really? Yes. Oh, no. Oh, yes. Oh, no. Oh, yes. Oh, no. Oh, yeah. Laufen wir da noch hin oder sagen wir einfach mal, machen wir bei der nächsten Aufnahme dann dort wieder am Boot einfach weiter? Ja, können wir auch sagen. Ich denke mal, wir werden eh wieder hier spawnen und dann können wir ja da hinlaufen und dann dort die Aufnahme. Ja, genau. Die Reise, wo eigentlich nichts passiert, außer dass wir vor irgendwelchen Leuten weglaufen, die muss sich niemand geben. Genau. Okay, das ist doch ein Plan, das klingt gut. Da bin ich dafür. Okay, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder am Schiff und reisen dann nach Sanctuary zusammen mit Clappy Baby. Genau. Gut, meine Freunde, dann bis zum nächsten Mal, dann aber mit der Snipper. Genau, bis denn dann. Tschüssi. Tschüss.